Alles begann damit, dass ich eines Tages ein Paket vor meiner Türe fand. Der Inhalt? 30 Kassetten. Kein Absender. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, wer zum Teufel schickt mir da 30 Stunden seines Lebens auf Band? Nun gut, dachte ich, sehen wir uns ein paar dieser Tapes einmal durch. Ich nahm das Erstbeste heraus und legte es in das Abspielgerät ein. Dann kamen die Schienen. Offenbar war unser Kameramann von einer alten Bahnstrecke begeistert. Da ist er dann auch manchmal selber im Bild. Das war also der anonyme Kameramann, der Mann mit dem Paket. Entlang der alten Bahn begeisterte er sich für die Naturschönheiten. Immer tiefer scheint er in die Landschaft vordringen zu wollen. Jede Art der Fortbewegung wird genutzt. Er konnte wohl nicht anders, als in die dritte Dimension zu gehen und sich dafür dieses merkwürdige Ding umzuschnallen. Sollte dies nun ein Film über einen Flieger oder die alte Bahn werden? Ich war ein wenig ratlos. Mein Gott, denke ich, wie lang hat der daran wohl gedreht?